Servus Leute, wie geht's heute? Ich bin's wieder, Rollemming Mats und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Champions of Mordor. Die Oberherren Grubenkämpfe müssen wieder gestartet werden, weil wir haben wieder ein paar Untote in der Garnison und die müssen natürlich auch wieder ihr rechtmäßigen Platz unter der Erde einnehmen. Krimp, der Ausbilder, ich mag dem seine Narbe. Sau cool. Mal sehen, wie er sich gegen Bubol, den Narren, verhält, ne? Ich glaube, es sind beides Kommandanten. Zack, da gibt es den ersten Stich in den Hals hinein. Hat aber nicht so viel Schaden gemacht, sehe ich gerade. Jetzt tu mal nicht so hier, so die Kackehocke hier, sondern du musst jetzt hier mal Gas geben. Jetzt beide haben jetzt machen ungefähr ähnlichen Schaden, sehe ich gerade. Auch wenn der Ausbilder der deutlich aggressivere Kämpfer ist, also der denkt sich, okay, never change the running system. Ich greife ihn einfach so. Ja, macht das immer noch. Er macht zum dritten Mal dasselbe und Bubol, der macht seinem Namen alle Ehre, denn er ist wirklich ein Narr. Also wer sich viermal dasselbe geben lässt und dagegen die richtige, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie scheiße das ist. Ich kann den gar nicht so sehr beleidigen, so schlecht ist der Kollege hier. Zack, läuft. Ein unrühmliches Ende, ein Speer direkt durch den Schädel. Läuft, geil. Auf geht's, nächste Runde, let's go. So, dann sind wir nun hier in der nächsten Runde. Agul, der Trophäenschnitzer. Ey, was eine geile Narbe. Gegen Arsgang, den Waffenmeister. Kürzlich verstorben und jetzt auch schon gleich unterwegs. Ab unter die Erde mit ihm. Mal sehen, ob das hier dem sein Totengräber sein wird. Mal sehen. Ein Kommandant gegen Berserker. Beide mit Orlocks. Schön. Schönes Ding. Und der andere, der flieht schon. Geil. Was machen sie denn da drüben eigentlich hier? Die schlagen auf das eigene Gefolge ein, ne? Ja, läuft, lol. Was geht hier ab? Asgangs Gefolge ist komplett am Arsch. Schmeißt jetzt den anderen Orlok durch die Gegend. Muss aber mal ein bisschen was zeigen hier, ne? Sonst bringt das hier nicht. Das bringt nicht viel. Er steht nur da und lässt sich hier die ganze Zeit ein paar aufs Maul hauen. Du bist doch kein Punching Ball. Diesen Untoten muss man vielleicht nochmal ein frisches Hirn einsetzen. Das könnte vielleicht wahre Wunder bewirken. So wie ich das sehe. Da ist ein bisschen mehr kaputt gegangen beim Todsein. Da arbeitet nicht mehr viel. Jetzt aber bei dem Trophäenschnitzer scheint auch das Zuschlagen auch ein Fremdwort zu sein, oder? So ausgedrückt, ne? Also, der lässt es alles von seinen Kollegen hier machen und die machen nicht gerade großartig Schaden gegen den guten Arsgang. Der jetzt rennt er davon, macht er hier ein kurzes Workout, ne, schön. Aber als ob das der jetzt durch Unentschieden überleben wird, weil die Orlocks hier, die werden hier das nicht machen, das Rennen, glaube ich jetzt mal nicht. Aber der Asgang hat jetzt endlich mal zugeschlagen und vielleicht stirbt dann auch mal ausnahmsweise mal was. Jetzt hat Agul endlich mal begriffen, wofür das Ding, dieses riesen keulenartige Teil in seiner Hand zuständig ist. Jetzt hat er es gerafft und jetzt nutzt er es auch. Wie ein König. Als hätte er nie was anderes gemacht, als mit seiner Keule hin und her zu wedeln. Das klingt absolut falsch, aber perfekt. 1A mit Sternchen, so macht man das. Hätte er es ein bisschen früher gemacht, hätten wir uns die ganze Chance sparen können. Aber geil, auf geht's. Nächste Runde. So, oh scheiße, der hat auch noch Fluch, nicht Fluch, sondern Feuer. Ich hoffe, du hast dir schon ein Grab geschaufelt. Wir sind dabei. Ach scheiße, der hat auch noch so einen brennenden Spieß dabei. Eieieiei. Da geht's erstmal zur Sache. Und direkt, erste Mal. Direkt Speer ins Knie, habe ich gerade so gesehen. Und hämmert die Jungs zur Seite. Aber mal schauen. Wir haben ja schon manchmal gesehen, dass Untote sogar gegen entflammte Gegner geschafft haben. Und der erste Schlag ist gar nicht schlecht gelaufen. Und da gibt es direkt ein Speer hinterher, der hat sich gedacht, du Arschloch, du tust mir hier nicht weh. Alter, was hält Gal eigentlich aus? Du musst damit eine Presslufthammer draufschlagen, Junge. Sonst geht das nicht. Alter. Ich glaube, also bis jetzt sieht das ziemlich gut aus für Gal, aber wenn jetzt hier natürlich der Leichenhäcksler
nochmal was zeigt, aber der ist viel zu lahmarschig, der Kollege. Bevor der überhaupt irgendwas macht, hat der andere schon sein Hinter, nicht sein Hintern hochbewegt, sondern sein Schild hochgezogen. Zack, gibt's noch einen Schlag. Und gibt's noch was hinterher, gibt's noch ein bisschen Nachschlag? Nee, zack, bam, nochmal ein paar aufs Maul. Alter, aber der schafft es doch im Leben nicht. Nee, egal, das ist safe to say, dass er den hier schafft. Auf jeden Fall. Hätte er mal so weitergemacht wie jetzt gerade, dann wäre er vielleicht sogar ein Champion geworden, aber nee. Der hat sich gedacht, nee, mache ich nicht. Er wollte jetzt gerade was machen, aber der macht weiter mit seinem Schild. Der braucht kein Speer eigentlich. Der macht's mit dem Schild. Geht auch. Bam, bam, bam. Jetzt, der haut nur mit dem Schild zu. Der weiß gar nicht, wofür dieses lange, lanzenartige Ding da drin ist. Noch einer von der Sort. Jetzt gibt es natürlich noch mal eins in die Fresse geballert, aber ich sag dir eins, dass der direkt den Speer direkt in die linke Arschbacke reingesteckt bekommt. Geil. Das ist dann auch ein Speer vorne. Aber jetzt hat Gale erstmal richtig Schaden bekommen, sehe ich gerade. Aber richtig. Jetzt gibt es noch mal hier ein paar Schläge. Hat mehr dafür zugeführt, dass er das Feuer von dem anderen ausgemacht hat. Wie nett. Jetzt, wo der gerade mal eine Chance hatte. Jetzt hat er ihn und gibt es was? Da prügelt ihm auch die Zähne aus, aber trotzdem bringt das nicht viel. Sag mal. Jetzt hat er ihn geschafft. Nicht schlecht, Gal. Auf geht's. Nächste Runde. Gar nicht übel. Zwar scheiße, aber nicht übel. So, was haben wir jetzt hier noch? Alter, ist der. Der Schöne, ich glaub's auch. Alter, ich hab schon Furunkel auf Ratten gesehen, die besser ausgesehen haben wie der. Der Schöne, was ein Bösewitz. Meine Fresse. Jo. Erstmal alle hier ausgenockt, geil. Ja. Der hält sich zurück, der denkt, doch, ihr macht es schon, Jungs. Das Gefolge ist eh fast tot. Oh, und angesaust kommt er. Aber voll vorbei. Das ist so Lanzenreiter, ist das. Der hält sich hier für so ein Turnierritter. Wisst ihr? So. Denkt er jedenfalls, aber jetzt ist dem sein Tier. Hat Feuer gefangen und der kriegt noch ein paar aufs Maul geschlagen. Es ist so geil. Zurückgehalten. Geil. Cool. Coole Animation. Oh, und Gal hat einen Stich in den Wanst bekommen. Das hat wehgetan. Es könnte seine Schwachstelle sein. Aber er heilt sich halt auch wieder, ne? Die Sau. Zack. Und noch einer hinterher. Batz, batz, batz. Und jetzt hat er seinen Gegner auch mal erwischt. Und Krug, der kriegt. Oh, der hat jetzt zwei Stiche in den Bauch direkt hintereinander bekommen. Aber Gal, der kriegt dadurch richtig Schaden, ne? Der kriegt dadurch richtig Schaden gemacht. Jetzt noch ein bisschen Fluch hinterher. Noch einmal. Und noch ein Schlag einkassiert. Und jetzt ist er erzürnt. Oh, 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 oh. Das geht in die Finisher Zone. Das ist in der Finisher Zone. Das ist in der Finisher Zone. Mach's, Junge. Das schaffst du. Leider kein Finisher, aber ein Schlag in die Fresse geht natürlich auch. Mit der eigenen Taktik, wo er mit das letzte Mal gewonnen hat. Auf geht's, nächste Runde. So, was haben wir hier denn hier? Volgum der Unbewegte, wie geil. Das ist einer aus der Erzfeindschmiede, also aus Mordors Schatten kommt der, also der Kollege. Warum? Weil der Name Volgum gibt, den gibt's eigentlich nicht in Schatten des Krieges, was sehr, sehr krass ist. Finde ich super geil, dass dann, dass die manchmal dann da rüberkommen. Und man kann die so an den Namen her, von den Namen her kann man die erkennen. Ist sehr geil. Und Pushkrim hat jetzt schon so viel Feuer gefangen, das kriegen wir nicht mal mehr mit einer Löschdecke. Alter, ich könnte ein CO2-Feuerlöscher verwenden und wir würden den nicht mehr vom Feuer befreit bekommen. Der muss jetzt richtig Gas geben, damit er seinen Gegner hier noch besiegen kann, weil der brennt wie ein Holzscheit. Ja. Das ist buchstäblich passiert.
Geil. Ja, nice. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns auf dem nächsten Mal. Bis dann, haut rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingers. Bis zum nächsten Mal.